Oho, wer ist denn da so cool? ทำไมวันนี้คุณแม่ถึงคูลจังเลยคะวันนี้ปั่นเพื่อมามไงคะ Bye for mom ปั่นเพื่อแม่ค่ะ Yay! Denn heute ist der Muttertag in Thailand, gell? Und da machen wir Bike for Mom! Bike for Mom! Hello! Bike for Mom! ปั่นเพื่อมามปั่นเพื่อแม่ของแผ่นดินคือองค์สมเด็จพระราชินีข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงมีพระชนพรรษายิ่งยืนนาน Long live the Queen! Long live the Königin ค่ะ Yay! Meine Lieben, hallo! Habt ihr gesehen? Meine Mami und ich waren eben gerade Fahrrad fahren. Bike for Mom! Yeah! Panzerjahn für Kun Mäh! Denn wir feiern ja am Muttertag, den thailändischen Muttertag, was zugleich auch Geburtstag von unseren lieben Königin Sirigit ist, gell? Und sie gilt als die Mutter der Nation. Meine Lieblingsmutter, meine größte Mami, meine Traummami aller Zeiten ist natürlich meine Mami. Natürlich. Wenn nicht, dann... Wenn nicht, dann... Ich werde dich im Popo geschlagen. Dann lieber nicht. Und dieses Gericht, Leute, ist extra speziell heute Tief Thai Style. Gell, Mami? Richtig. Deep Thai Style. Wenn ihr also mal Besuch aus Thailand habt oder mal so einen richtigen Tief Thai Style Dinnerabend vorbereiten wollt, dann würde ich euch dieses Gericht hier auf jeden Fall empfehlen. Aber es ist, wie gesagt, ganz exotisch wegen einer Zutat. Wegen Gapi. Ich hole mal Gapi. Der tief-thai-stylischste Zutat überhaupt. Und das ist, wie gesagt, hier Gapi. Könnt ihr euch noch an Gapi erinnern? Das hat meine Mama gekauft, als wir auf dem Floating Market waren. Gell, Mami? Mekong. Gell, Mesuti Mekong. Ich meine, fast leer schon. Wir sind, wie lange schon zurück? Mai, Juli, Juli, 3 Monate, das ist schon fast leer. Ich brauche Sponsor, schick mich. Also, habt ihr gehört, meine Mami sucht Sponsoren. Wer möchte mal mit Mami sponsoren? Meine Mami bringt noch mehr Grappi mit. Ja. So, und Grappi, Leute, Grappi ist fermentierte Garnelenpaste. Und für viele, für europäische Nase, ist es vielleicht so, ui, bisschen stinky stinky, aber das stimmt nicht. Ihr wisst, es riecht so extrem nach Garnelen, sehr intensiv nach Garnelen, nach Seafood. Und ich finde, es riecht für mich total lecker. Sobald ich das rieche, werde ich sofort hungrig. Aber das müsst ihr nicht nehmen. Wie gesagt, nur wenn ihr es richtig tief Thai Style wollt, müsst ihr das nehmen. So, es geht los. Dann nehme ich Knoblauch. Dann nehme ich einen großen Knoblauchzehen. Ich brauche noch Chilis und habe zu meiner Mama gesagt, Mamis, wo sind denn Chilis? Habe im Kühlschrank rumgewühlt. Hat meine Mama gesagt, im Kühlschrank ist nichts mehr, aber im Garten sind noch welche. Und guck, seht ihr das? Erstmal hier, guck mal. Meine Mami hat total den grünen Daumen, gell? Guck mal, riesige Paprikas. Und hier nebendran sind schon Lieblingschilis. Ich glaube, ich nehme den hier. Guck mal, der ist schön groß, schön prall, wird richtig scharf und lecker. Frisch gepflückt von unserem Garten. Gell? Ja. Und guck, ihr seht, das ist ganz schön dick, mopslig und prall. Und die ist richtig scharf, gell? Mhm, scharf. Also, wenn ihr das macht, müsst ihr vorher eure Chilis probieren. Meine Mama hat gesagt, hier aufpassen, Lavang. Ja. Ich stampfe erstmal Knoblauch mit Chili. Ay wa, แค่นี้แหละคนก็วิ่งหนีมาแล้วถ้าเปิดร้านอาหารคนอยู่นานไอ้เฮโมขึ้นคาราโอเกะ Leute, meine Mami und ich haben gerade gesungen. Da gibt es ein Lied zu Ehren der Mami. Und das habe ich gerade gesungen. Und meine Mami, nee, sing lieber nicht. Ich so, warum nicht? Meine Mami,
sonst schalten jetzt die Leute alle ab. Toll, Mann. Ja, ich meine, wenn wir machen lokal und dann alle Leute müssen nicht weg, länger sitzen und länger essen und so lang pappen. Ich sage, wir machen geschlossen unser Lokal. Schick Molina Karaoke. Ah! Die Leute, sofort weg. Ja, dann gehen alle. Ja, gehen alle nach Hause. Ich finde nicht. Ich finde, ich kann total gut singen. Aber wenn du, sag mal, legst links in deine Kleider, niemand weg. So. Wieuuu! Ja. Herr Michael? Okay. Aha. Und? Wieuuu! Niemand weg. Jetzt mit Sexy Faktor bleiben alle. Ja. Da habe ich Grappi-Paste genommen mit heißem Wasser gemischt, damit man dann hier so eine schöne Paste hat, gell? Da mache ich jetzt mal 3 Teelöffel. Ja. Und jetzt mache ich etwas Limettensaft rein. Ich probiere. Ich brauche noch etwas mehr Limette. Hier kommt nämlich schon das Süße. Hier habe ich Zucker genommen, 1 Teelöffel Zucker und dann mit ein bisschen heißem Wasser auch gemischt. Und dann haben wir hier diesen wunderbaren Zuckersirup. Nochmal alles schön ineinander mischen. Ich muss mir heute Mühe geben, dass es richtig gut schmeckt. Was sonst? Sonst? Meistertest. Ja, ist die Meisterin unzufrieden. Und Morena hat mir besagt, ich muss sagen, schmeckt. So, die Soße ist fertig. Jetzt hole ich Reis. Und guck, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich von meiner Mami gelernt habe und immer schön fleißig auch zu Hause mache, Mami, ist weißer Reis zu mischen mit braun-rotem Reis, gell? Yeah. Weil braun-roter Reis so gesund ist und so viele Vitamine hat. Weißer Reis hingegen hat nicht so viele Vitamine. Und da hat meine Mami gesagt, Marina, für deine Gesundheit musst du beide Reissorten miteinander mischen. Und ich finde, das schmeckt total lecker. Und nun kommt unsere Namprikabe. Muss ich gar nicht so fein machen, gell? Kann ich direkt mit Schmackes schön mischen. Unser Reis mit der Grappi Chili Paste ist fertig gemischt und jetzt geht's an den Rest. Und jetzt beim Rest, Leute, könnt ihr einfach schauen, auf welche Art von Gemüse ihr Lust habt. Wir haben jetzt typisch thailändische Gemüse genommen. Und zwar habe ich hier einmal diese Orcas, heißen die, glaube ich, auf Deutsch, gell? Und die sind total gesund und super lecker. Meine Mami und ich, wir lieben die. Das schmeckt total knackig, frisch. Und zusammen mit solcher Chili-Paste ist das mega, mega yummy. Müsst ihr unbedingt probieren. Orca bei Asi Import Export. Und dann haben wir noch hier Tuapu. Könnt ihr euch an Tuapu erinnern? Flügelbohnen, Winged Beans. Guck, da haben wir Tuapu genommen und dann hier klein geschnitten, sodass die aussehen wie kleine Sternchen. Und Tuapu, Leute, ist auch ein absolutes Superfood. Das hat jede Menge Vitamine, ganz viel Eiweiß, noch mehr Eiweiß und Proteine als Soja sogar. Ist also ein richtiges Powerfood, müsst ihr auch unbedingt probieren. Schmeckt ganz knackig, hat eine leichte Süße. Ich liebe das. Saure kleine Mangos, hier in kleine Streifen geschnitten. Das schmeckt dann so säuerlich, süßlich, erfrischend. Und dann haben wir natürlich noch leckere Karotten. Habe ich hier meinen Reis in das Herzförmchen rein. Schön festdrücken. Und dann... Fern. Seht ihr? Ja? Ja? Yes. Das
ist auch so typisch Thai-Style, nehmen wir hier gesalzene Enteneier. Auch das gibt es bei jedem Asien-Import-Export. Und ich liebe diese gesalzene Eier. Das schmeckt dann so, ja, so salzig. Und gerade in Verbindung mit Chili-Pasta ist das total lecker. Thai-Auberginen. Ich liebe Thai-Auberginen. Als ich dieses Mal in Thailand war, habe ich gelernt, wie man Gemüse so schön schneidet, damit es so aussieht wie kleine Blumen und so weiter. Und das war total schwierig gewesen. Und vorhin kam meine Mama zu mir und meinte, Marina, guck mal, geht ganz schnell. Ich so, was denn? Und meine Mami sagt, guck, fertig. Fertig ist hier die Aubergineblume. Aber passt für Marina, passt für junge Leute. Total unstressig. Und dann mit dem Messer entlang der, wie heißt es denn hier oben? Der Blätter, gell? Mhm. Entlang der Blätter hier in die Aubergine geschnitten. Das gefällt mir, Mami. So schnell. Und schwupps hat man schon ein... 45 Unzahl. Ja, das stimmt. Weil als ich gelernt habe, ne, das ist so ein kleines Messerchen, extra um die Gemüse zu schneiden. Und da habe ich gelernt, du musst einmal 45 Grad von links, 45 Grad von rechts. Und hier braucht man gar nichts. Nur entlang der Blätter schneiden. Und schon hat man die Aubergineblume. Oh, Molina hat sehr gut gemacht. Oh, sehr schön. Mami, du brauchst mich gar nicht loben. Mach mal vorm Schaumle. Und hier habe ich vorhin noch ein Stück Lachsfilet angebraten. Und schon ist dieser Teller hier fertig. Von Mo gekocht und für Mami gemacht. Die Tochter hat sehr schön gemacht, so beautiful. Für mich heute besonders. Oh, Dankeschön, Marina. Kopkun Luka, Mac. Wir essen für euch mit. Ja. Gell? Macht's gut. Bye bye. Swadika. Swadika. Lass dich gehen. Kann ich mir vor allem so eine Wanne machen. Tschüss. Kann ich mir bitte auch machen. Bye bye.